entspannt, plant ein Gesetz, dass Menschen mit Behinderungen, die auf Beatmung angewiesen sind, in Heime oder WGs sind. Ich möchte bei meiner Tochter so gewohnt sein. Bei seiner Frau, bei seinen Töchtern. Er möchte sie aufwachsen sehen. Oh mein Theater, wie du spazieren willst. Ich muss raus einfach. So will ich sterben. Von daher sollte man uns schon befragen, wo wir unser Leben beenden wollen. Das ist, glaube ich, einfach auf Menschenwürde. Ja. Fremde Leute bestimmen, wo ich meinen Lebensmittelpunkt verbringen darf. Fremde Leute entscheiden über mein Leben, ob ich zu Hause sein darf oder nicht. Das ist weder mit dem Grundgesetz noch mit der UN-Behindertenrechtskonvention in irgendeiner Art und Weise vereinbar. Wenn man jetzt mit diesem neuen Gesetzentwurf hört, dass man mit der Beatmung nicht mehr zu Hause leben kann, ist das natürlich für den Großteil der Betroffenen eine Entscheidung gegen die Beatmung und gegen das Leben. Die Selbstbestimmung des Patienten, sprich des Betroffenen, kann nur zu Hause in der 1:1-Pflege organisiert werden, optimal durchgeführt werden. In jedem Pflegeheim reicht der Personalschlüssel nicht mal ansatzweise aus. Wir fordern von den Spahn, das Gesetz so zu verändern, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt in ihrer selbstgewählten Umgebung leben können und dort die Versorgung erhalten, die sie brauchen.